Eines der wahrscheinlich wichtigsten Prinzipien in Salsa ist der Rhythmus. Das berühmte 1, 2, 3, 5, 6, 7 oder quick, quick, slow, quick, quick, slow oder kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang oder. Es geht immer um dasselbe. Das Wichtigste, das man sich einmal für lange Zeit merkt und etwas, was man nicht vergessen sollte, ist, dass dieser Rhythmus immer unter dem Körper entsteht. Das heißt, wir tanzen drei Gewichtsverlagerungen, eins, zwei, drei und dann die nächsten drei. Und kurz, kurz, lang und kurz, kurz, lang und kurz, kurz, lang und kurz, kurz, lang. Das ist eigentlich der Salsa-Grundschritt und die Salsa-Grundbewegung, von der alle anderen Grundschrittarten hervorgehen. Aber nicht nur die Grundschrittarten gehen von diesem Grundrhythmus hervor, sondern auch alle möglichen Salsa-Stile. Das heißt, beherzt man dieses Prinzip, kann man auch zum Beispiel als Follower mit so gut wie allen Salsa-Tänzern, egal welchen Stil sie verfolgen, tanzen. Das heißt, dieser Zugang, wo wir die Schritte unterm Körper tanzen, ungeachtet dessen, ist es jetzt vorwärts, rückwärts oder irgendwas, öffnet uns und macht uns sehr viel flexibler. Wir haben unseren Rhythmus unter dem Körper und wenn sich der Körper bewegt, dann entstehen auch die Tanzschritte. Das ist eines der Hauptprinzipien von Social Dancing im Allgemeinen. Das besprechen wir in unseren allgemeinen fundamentalen Grundlagen vom Social Dancing Modul. Aber in Kürze auf Salsa umgelegt, wenn wir unsere Schritte unterm Körper tanzen, 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und währenddessen unseren Körper vorwärts und rückwärts bewegen, dann entstehen die Vorwärts- und Rückwärtsschritte. Wenn wir mit dem Körper stehen bleiben, tanzen wir nach wie vor unseren Rhythmus unter dem Körper, bis sich der Körper wieder weiter bewegt. Es klingt so einfach und banal und irgendwie ein wenig komisch, aber das wirkt und das macht unseren Körper für ganz viele Richtungswechseln auf und macht uns sehr viel bereiter, als wenn wir uns einboxen in ein gewisses Schrittschema. Generell ist es empfehlenswert bei allen Arten von Grundrhythmen, dass der Herr mit links, die Dame mit rechts beginnt. In unserem Fall wären zuerst die Schritte unterm Platz gesetzt und dann Mambo würde bedeuten, dass wir links ihm eine Wiege vor und rechts eine Wiege zurücksetzen. Davor beginnen wir mit einer Körperbewegung und verraten der Dame quasi unsere Intention. 5, 6, 7, 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Die Hauptbotschaft von diesem Video ist, dass wir unbedingt die Schritte in Relation mit der Körperbewegung sehen und nicht unbedingt nur die Schritt- und Fußpositionen als quasi absolute Werte sehen. Die Schritte entstehen durch die Körperbewegung. Ein kleiner Tipp. Nimm den Salsa-Rhythmus und da kann man sich so ein bisschen Dirty Dancing vorstellen. Setz ihn unter dem Körper. Wir machen das jetzt gemeinsam vor. Eins, zwei, drei und fünf, sechs, sieben und bewege dich einfach durch den Raum. Egal ob gedreht oder zueinander, miteinander, Gekurft. gespielt. Eins, zwei, drei. Damit kann man auch gut den Haushalt schmeißen oder zusammen ein kleines Tänzchen im Wohnzimmer wagen. Salsa-Grundschritt sowie ein Mambo Basic basiert auf dem Richtungswechselprinzip. Das heißt, wir wechseln alle Grundschritte quasi wechseln einmal Richtung in einer bzw. in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir mal beginnen unterm Körper, 5, 6, 7, wir wechseln Richtung, wir wechseln noch einmal die Richtung und so weiter und so fort. Das heißt, wir basieren das Ganze auf diesem Wiegeschrittprinzip. Und Wiegeschritt eigentlich ist nichts anderes als Richtungsänderung. Und wenn wir die Richtung sehr schnell und kontrolliert wechseln wollen, dann wollen wir, dass auch unser Zentrum, unser Schwerpunkt eher stabil bleibt und sich nicht so viel bewegt wie die Füße. Das würde dann bedeuten, dass unser Zentrum sehr viel weniger Weg macht als die Füße. Es gibt immer Details, die man dabei beherzigen sollte, unter anderem, dass der Fluss immer in Bewegung bleibt. Das gewährleistet, indem man keinen Stopp tanzt bei jeglicher Art von Wiegen, sondern es durchlaufen lässt. Das bedeutet in unserem Fall, wir lassen den Rhythmus unterm Körper. 1, 2, 3, er setzt an 6, 7. 1, 2, Weiterlauf. durchlaufen. 5, 6, 7, durchlaufen. 1, 2, 3, abstoppen, rück und vor für den
Follower gesprochen, beziehungsweise umgekehrt. Rück und vor für den Leader, vor und rück. Das heißt, anders gesagt, wir laufen durch die Mitte, damit mehr Bewegungsfluss entsteht. Was heißt laufen durch die Mitte? Das heißt, dass wir nach dem Wiegeschritt ein wenig verlängern in die Bewegungsrichtung und das gleiche wieder natürlich in die andere Richtung. Das Gegenteil davon wäre, wenn wir mit den Füßen immer schließen würden. Das wäre dann das. Wiege und stoppe und wiege und stopp und rampatakata. Das ist prinzipiell nicht falsch, aber es entsteht nicht so sehr der Flow, wie wenn wir durch die Mitte durchlaufen. Diesen Flow brauchen wir dann auch beim Partnerwork. Das heißt, wenn wir dann mit dem Partner, mit der Partnerin tanzen, dann wird uns genau dieser Punkt behilflich sein. Für manche, die gerade begonnen haben, Salsa zu tanzen, kann das eher ein wenig verwirrend sein, weil dann man weiß nicht, wo vorwärts, wo rückwärts dann ist. Und oft hilft uns dieses Vor- und Stopp, Rück- und Stopp, dass der Rhythmus sich einmal im Körper etabliert. Sobald das aber geschehen ist, rate ich sehr, dass wir zu diesem Flow kommen, weil dann entsteht ein sehr schöner Tanz- und Bewegungsfluss im Paar.